auf meinem Kanal. Heute habe ich schon wieder einen Natural Day. Ich habe heute gerade schon wieder Skincare gemacht. Ich habe heute aktuell frei und habe mal einfach meine Haut durchatmen lassen. Bin heute auch total ungeschminkt und in einem Ariel-Pyjama und bin gerade total happy, gerade aus der Dusche gekommen und gerade so ein bisschen BB-Cream aufgetragen, weil ich sehe sehr, sehr schlimm gerade aus. Ich hatte Nachtwachen die letzten Tage und habe mir es aber jetzt nicht nehmen lassen, für euch ein Monatsfavoritenvideo abzudrehen, weil ich habe hier so tolle Sachen, was ich den ganzen Monat teilweise erst ein paar Tage benutze und ich ehrlich gesagt schwer begeistert bin. Folgt mir doch auch ganz gerne auf Instagram, da will ich auch ein bisschen mehr aktiv sein, weil das ist für mich noch ein bisschen schwierig, weil ich finde diese Benutzerfreundlichkeit von Instagram nicht so hoch, weil ihr einfach halt nur auf dem Handy das machen könnt und nicht irgendwie, sage ich mal, mit dem PC oder sowas. Und ich blinke euch hier unten den Namen ein. Ich heiße dort Jenny What Else YouTube. Ich habe mich da umbenannt von Unique Jenny 89 auf das auf meinen YouTube-Namen, damit man, falls man mich da finden oder suchen möchte, dass es auch leichter geht. Bitte, bitte nehmt noch geschwind an der Verlosung teil. Ich habe doch noch die Glow-Verlosung laufen bis zum 10.04. Da verlinke ich euch auch das Video hier oben. Und ansonsten würde ich sagen, ich zeige euch jetzt in meinem natürlichen Look, was ich den ganzen Monat absolut gefeiert habe. So, wie ihr ja wisst, die letzten Tage war ich auch relativ natürlich unterwegs. Ich finde das auch sehr cozy und sehr gemütlich, mich hier hinzusetzen, euch zu zeigen, praktisch auch ganz normal, wie ich aussehe. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, einfach mal so mit euch zu quatschen und euch zu zeigen, was ich den Monat super fand. Fangen wir aber auch gerne an mit den Skincare-Sachen. Ich habe etwas entdeckt. Also Balea hat jetzt sehr, sehr viele repackagte Sachen. Also das ist einmal das Balea sanfte Waschcreme mit wertvollem Mandel für trockene und sensible Haut. Ich habe zwar keine trockene Haut, eigentlich ölige Haut, aber ich habe sensible Haut, weil ich aber auch merke, hier zum Beispiel, da habe ich so einen kleinen Freund, der ist irgendwie vor 2 Tagen ausgezogen, der zieht aber nicht aus. Und auf jeden Fall, dieses sanfte Waschcreme hilft mir sehr, 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 sehr stark, praktisch meine ganzen Hautunreinheiten rauszubekommen. Und ich muss sagen, dass mir das super, super, super gut gefällt. Es ist so ein ganz normales weißes eine Waschcreme ohne Peelingkörner. Und das kostet, glaube ich, 1,25 € und ist wirklich der Shit. Für mein Gesicht habe ich auch noch Sachen entdeckt. Die sind zwar super teuer, die gibt es jetzt nicht beim DM. Diese Marke habe ich entdeckt, Too School for School. Und zwar diese Egg Mousse Pack. Das ist ein Facial Pack Mask Visage Schaum. Das ist praktisch so ein Schaum, den tragt ihr hier auf, ja, und den arbeitet ihr praktisch in eure Haut ein. Das Zeug riecht unnormal gesund, Leute. Ich habe das gekauft auf der Glow und muss sagen, ich habe das jetzt bei Sephora Kaufhof entdeckt. Ist sehr teuer, das kostet, glaube ich, um die 25 €. Ich habe das gar nicht gewusst. Also definitiv werde ich mich eindecken, wenn es auf der Glow in Berlin das auch gibt, möchte ich das auf jeden Fall testen. Das gibt eurer Haut, Moment, unnormal gut Feuchtigkeit zurück. Und das ist, ich habe auch noch ein paar andere Produkte, zwar in der Testgröße, aber die habe ich fast aufgebraucht. Und zwar ist das Essential Fluid. Und zwar ist das praktisch ein Toner. Und der ist ganz, ganz toll. Nachdem ich mich abgeschminkt habe, nehme ich dann noch ein bisschen, um meine Haut zu beruhigen, den pH-Wert wiederherzustellen. Und danach, oder auch manchmal vor Make-up, benutze ich das hier. Das ist das Egg Mellow Cream All-in-One Firming Moisturizer. Und zwar kommt das in eine Art, das ist in so einem Pump-Ding, ähnlich wie das hier. Das ist jetzt nur der Tester. Und es gibt eure Haut unnormal Feuchtigkeit zurück. Es riecht auch super angenehm. Ich habe das wirklich sehr sparsam aufgetragen. Ich habe jetzt seit der Glow ist. Jetzt ist weg. Seit der Glow habe ich das, wie gesagt, auch einen Monat benutzt und muss sagen, dass es wirklich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist. Ein weiteres Favorite, was ich jetzt habe, oder beziehungsweise schon länger, ist das Balea Pore Fine 24 Hours Pflege. Und zwar mit Fruchtsäure mattieren, verfeinert die Poren für normale und Mischhaut. Ich muss einfach sagen, ich bin halt ein absoluter Skincare-Junkie, was Balea-Produkte angeht. Ich finde, sie haben wirklich, wirklich tolle Produkte, wirklich auch tolle, sag ich mal, spezifische Pflege für verschiedenste Probleme, für feuchte, für trockene Haut. Sie haben wirklich gute Sachen. Ich habe wirklich eigentlich recht gute Haut. Ich war ja gerade duschen, deswegen sind meine Augen jetzt noch ein bisschen rot. Aber ansonsten finde ich die wirklich, wirklich mega gut und auch super, super angenehm für die Haut.
Das hat wirklich, also es hat so ein bisschen so einen prickelnden Effekt auf dem Bäckchen, gerade da, wo die Poren sich dann dadurch, sage ich mal, etwas schließen oder verkleinern, und das merkt man halt schon. Und die Fruchtsäure, das muss man mögen und das muss man auch vertragen, aber für gewöhnlich ist das eigentlich echt gut, das Zeug. Ganz neu vor ein paar Tagen und schon in meiner Favoritenliste gelandet, ist die Aloe Vera, das Aloe Vera Creme Gel. Und zwar ist das eine erfrischende Feuchtigkeitspflege, und zwar speziell für sonnengeküsste Haut. Da steht aber auch dran, ich lese mal vor, eine Anwendung: Aloe Vera Creme morgens und abends nach dem Reinigen aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Und es gilt auch als Make-up-Unterlage. Das kommt in so einem Ding hier. Das kostet 2,95 €. Es steht drauf, dass es eine Limited Edition ist. Wenn ihr das auf die Haut tragt, es ist so, wie wenn die Haut Wasser schlucken würde. Sehr, sehr pflegend, sehr angenehm und wirklich ganz toll als Make-up-Unterlage. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Also ich habe das seit einer knappen Woche. Das ist auch ein relativ neues Produkt bei Balea. Ich bin manchmal noch ein bisschen verwirrt, weil die haben einen ganz, ganz süßen Packaging-Wechsel. Also die haben jetzt so einen sehr viel aufgeräumteren Look. Also irgendwie total fresh haben sie den jetzt gemacht. Auch bei den ganzen feuchten Tüchern zum Beispiel haben sie ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und das, muss ich sagen, ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Ein weiteres Produkt, was ich sehr gerne auf meine Haut auftrage, vor allen Dingen abends, wenn ich ins Bett gehe, wo ich auch keine Pickel von bekomme, ist das B-Oil. Und zwar die, ich habe immer die 60 Milliliter. Nach dem Duschen creme ich eigentlich meinen kompletten Oberkörper, Brust, Bauch und Hüfte praktisch ein. Das soll gegen Dehnungsstreifen helfen. Ich habe halt schon einfach ein paar Dehnungsstreifen, weil ich halt auch nicht die ganz schlankste bin, aber einfach, dass ich praktisch auch die Arme creme ich damit ein, weil ihr seht ja hier zum Beispiel, hey, das ist real life, einfach auch ein paar Dehnungsstreifen durch einfach auseinandergehen oder abnehmen und so. Das ist mir leider beides schon passiert in meinem Leben. Macht die Haut halt einfach nicht mehr mit, und ich benutze das B-Oil auch im Gesicht mittlerweile. Es ist und bleibt einfach auch ein sehr pflegendes Öl, und ich reagiere da sehr, sehr gut drauf. Meine Haut freut sich immer, wenn ich es auftrage. Zwei Sachen, die mir die Nachtschicht zum Beispiel sehr, sehr erleichtert haben, waren diese Balea Soft Reinigungstücher. Und zwar habe ich jetzt mal beide gezeigt. Einmal diese Limited Edition und einmal diese ganz normalen. Das sind diese Balea pflegende Reinigungstücher, 3 in 1. Die kosten beide 99 Cent und sind wirklich toll. Also es sind wirklich diese Art von Reinigungstücher. Also ich habe ja überhaupt keine BB-Produkte. Ich vermeide halt solche Produkte, weil ich habe einfach schon als Teenager schon wahnsinnig reagiert auf diese Produkte. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht schon wieder riskieren, weil ich habe gerade so einen Hautstand, wo ich sage, wow, also ist richtig gut. Ich habe jetzt wirklich nur ein bisschen Concealer unter den Augen und so eine Tagescreme, so eine leicht getönte, und ich sehe jetzt wirklich nicht ganz so fatal aus. Und ich muss sagen, diese Produkte gefallen mir wahnsinnig gut. Also das ist jetzt praktisch diese neutrale, sensitive Version, und das ist praktisch diese Grapefruit-Version. Ich finde sie beide mega, mega toll. Auch auf der Glow gefunden war dieses Produkt, und zwar das Nivea Glow Beauty Primer. Und zwar ist es eine 2-in-1 Tagespflege und Make-up-Base. Das sieht so aus. Das ist praktisch dieses Produkt. Wenn ihr es auf nah seht, das ist praktisch dieser Tiegel. Also es ist ein wirklich schönes Produkt. Das ist wirklich ein ganz toller Primer. Also ich meine, Nivea-Produkte sind auch nicht cruelty-free, das weiß ich. Ich habe davon aber, ich habe einen gekauft und irgendwie einen umsonst gekriegt. Der lag plötzlich im Korb drinne. Bei der Glow hat man echt so wahnsinnig viel geschenkt bekommen. Und ich habe halt gedacht, komm, jetzt hast du's, jetzt probier's. Ich habe mir eins gekauft, und zwar, ich weiß nicht, das hat glaube ich 4 € gekostet. Aber das ist jetzt der Preis von der Glow. Ich habe allerdings noch gar nicht geschaut, was es hier kostet. Das gibt's auf jeden Fall schon im DM. Das ist einfach so ein Primer, der so ein bisschen Illuminating zurückgibt. Und ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr angenehm. Er macht die Haut wirklich auch irgendwie total fresh. Ich werde das definitiv weiter aufbrauchen und mal schauen, wie meine Haut darauf reagiert, weil ich bin immer so, so glücklich, wenn das klappt. Dann habe ich noch mal eine Creme, und zwar benutze ich das tatsächlich seit etwa 3 Wochen als kompletten Primer, und zwar das Aqua Balea Feuchtigkeitscreme Gel. Aufgepasst, gibt es auch in, ich habe jetzt noch das alte Packaging, muss ich sagen. Ich habe nämlich noch 2 Backups gehabt, die ich jetzt aufbrauchen wollte. Und habe jetzt aber gesehen, dass sie das wieder repackaged haben. Also ist für mich echt anstrengend gerade, weil ich gucke dann einfach nach dem Namen und den Inhaltsstoffen. Also hier mit Blaueigenextrakt und Thermalwasser. Und das ist praktisch dieses Produkt. Super, super schön. Also es ist wirklich, ihr merkt halt richtig, eure Haut braucht halt Feuchtigkeit. Und das ist halt einfach mit der Zeit super, super anstrengend, weil ihr einfach so viele
Produkte auf eure Gesichter knalltet, das ist ganz schlimm, gerade auch Make-up und so. Ich finde, diese hat mir zum Beispiel sehr erleichtert, am Abend wenigstens das Gröbste runterzubekommen. Und was ich auch für die Hände entdeckt habe, beziehungsweise ich habe jede Sorte von der Trackamoon-Reihe, My Coconut Island und jetzt die ganz neue Sugared Grapefruit Sunrise. Die riecht so toll. Also ich habe die jetzt seit einer knapp 1,5 Wochen, habe ich die entdeckt bei uns im DM. Die riecht so fresh. Ich habe davon auch den Body Scrub, also dieses Duschpeeling praktisch. Das ist sehr angenehm. Das hat mir meine beste Freundin geschenkt, also das Kokosnuss. Ich mag diese Trackamoon Handpflegen sehr. Also ich mag diese. Ich hatte mal Limone, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Da hat sich dann jemand anderes drüber erfreut, weil Limone mag ich jetzt nicht so. Weil Limone ist halt immer so, entweder riecht zitronig oder nach Klostein. Also eins von beiden. Die beste Kategorie überhaupt ist das Make-up und da kommen wir jetzt zu. Diesen Monat hatte ich ja einige Tests mit euch gemacht. Gerade die Revolution Pro-Reihe hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe einige Produkte jetzt ein paar Tage länger getestet und habe einfach festgestellt, dass die wahnsinnig gut sind. Also das Erste, was ich euch nochmal zeigen möchte, ist das Primark Make-up bei My Perfect Color. Und zwar habe ich die Farbe Nude Beige und Beige. Sau geiler Tube zur Estée Lauder Double Wear Foundation. Ich habe die mal zu Hause mal getestet und habe auch mal die Langfristigkeit. Ich habe die letzten 5 Tage nichts anderes getragen. Sehr geile Foundation. Sie oxidiert nicht stark nach. Also die ganzen Puderprodukte lassen sich wahnsinnig gut drüber streichen. Also layern und layern und layern und immer noch sieht die super aus. Und die da kostet 6 Euro. Also ihr seht es nochmal, ich zeige es nochmal ganz nah. Wirklich eine tolle Foundation. Sie ist sehr fest. Das Einzige, was ich jetzt als Fail sehe, ist praktisch die Dosierung. Es ist leider kein Pumpstoß drauf. Vielleicht habt ihr Glück und ihr habt dann im alten Make-up vielleicht ein Pumpstoßköpfchen übrig. Dann könnt ihr mal probieren, die aufzuschrauben. Sie sehen nämlich aus, wie wenn da auch Standardgrößen drauf passen. Das andere Make-up, was ich wahnsinnig gut finde, was eigentlich vom Style her gar nicht meins ist, ist das Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation in der F6. Dieser Shit, das ist der Hammer. Also das erinnerte mich so ein bisschen an das Dermacol vom Style her. Weißt du, dieses ganz krass deckende Camouflage-Zeug, wo man eigentlich denkt, das ist eher so ein, ich sag jetzt mal, so eine komplette Theaterschminke oder so. Die lässt sich wunderbar auftragen. Die ganzen Produkte von Revolution Pro findet ihr auf der Revolution Pro, also Revolution London Seite. Verlinke ich euch ganz gerne unten. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ihr habt halt nur ein bisschen Probleme, über online natürlich eure Farbe zu finden. Das verstehe ich total. Mich nervt das auch immer, wenn ich das machen muss. Deswegen bin ich meistens auch ein bisschen genötigt, mehrere Packungen davon zu kaufen, was mich auch ein bisschen stört, muss ich sagen. Aber wie ihr seht, also das ist aber eine Camouflage, die aber sehr feucht wirkt auf eure Haut. Meine Skincare hat sich die letzten Monate sehr verändert. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel mehr Skincare wie die letzten Jahre eigentlich. Weil ich einfach auch merke, durch das viele Schminken und so meine Haut. Ich bin halt einfach auch schon 29. Ich werde nächstes Jahr stolze 30, Leute. Und ich liebe es, so alt zu sein. Weil mit 18, da war ich nicht blöd oder so. Aber weiß nicht, ich habe mich irgendwie nie so wohl gefühlt. Ja, und das sind auch sehr schöne Sachen, die passieren werden. Heiraten, Kinder, mal was kaufen, ein schönes Auto kaufen und so. Das ist halt einfach auch so ein Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ich fühle mich echt wohl, ja. Also da gehören natürlich auch Falten dazu, aber da sprechen wir ja drum, um zu schauen, was es Neues gibt. Auch ein sehr, sehr gutes Produkt von der Revolution Pro Reihe ist dieser Eye Element Core Eye Primer. Dieser Eye Primer lässt sich super mit einem Pinsel, ich habe den ja mit dem Pinsel immer aufgetragen, wie ihr seht, lässt sich wahnsinnig gut auftragen, sehr gut verblenden. Ich verblende den meisten mit dem Finger, ist mir einfach angenehmer, weil ich das Gefühl habe, dass mit dieser Wärme der Finger das irgendwie besser funktioniert. Und ich brauche kein MAC Paint Pot, wenn ich das habe. Die Farben lassen sich sehr, sehr gut drauf auftragen. Ihr könnt es setten, um praktisch ein bisschen leichtere Verblendfläche zu bekommen. Ihr könnt aber auch mit eurem Pigment direkt drauf gehen, so habt ihr wirklich den größten Payoff eurer Farben von den Lidschatten, die ihr benutzt. Und ich muss sagen, ich werde nicht mehr ohne Eye Primer sein. Manche Leute sagen ja, Eye Primer sind etwas unnötig. Ich persönlich muss das sagen, es kommt echt drauf an, was für Looks ihr magt. Und wenn ihr halt eher so auf Bold Looks steht, mit Farb- und Paletten, die ich halt benutze,
Seid ihr auch ein bisschen auf den Eyebrow angewiesen, weil diese Farben sonst aber nicht so stark rauskommen, weil die erstmal gegen eure Diskoloration und Äderchen ankommen sollen und das sieht halt nicht gut aus. Ein super, super cooles Produkt ist auch der Revolution Pro Full Coverage Camouflage Concealer und zwar in dieser Mini-Mini-Tube. Ihr seht ja, es ist nicht wirklich groß, da kommt auch so eine Spitze dazu. Ich benutze diesen Concealer, habe ich jetzt 7 Mal insgesamt benutzt, ich habe ganz genau mitgezählt, um praktisch meine Cut-Crease auszusäubern. Und das ist der Shit, sag ich euch. Das ist so dick, das Zeug. Ich kam mir mal vor wie so eine Drag Queen, weil das hat so weiß gemacht und halt so. Ich meine, ihr seht ja wirklich schon ganz schön krass meine Augenhöhle, wo meine Augäpfel eingelassen sind praktisch. Und da ziehe ich so hier so ein bisschen so den Cut lang. Also, eklige Beschreibung. Es ist tatsächlich aber ein sehr, sehr tolles Produkt. Liegt so bei etwa 4 Euro, 4,50. Aber geht gerne mal auf diese Revolution-Seite. Das ist so toll, es ist auch sehr einfach zu finden. Und ich bin da hardcore begeistert von. Ein tolles Lippenprodukt, was ich jetzt so oft getragen habe, jetzt locker die letzte Woche, ist dieser Pro Supreme Matte Lip Pigment von Revolution Pro. Und zwar in der Farbe Visionary. Das ist ein so tolles Lippenprodukt. Erst fühlt, also der Applikator ist ein ganz normaler, flacher Applikator, wie ihr hier seht. Es ist so ein tolles Produkt. Es ist erst sehr mousig, trocknet dann matt an und bleibt immer noch irgendwie leicht feucht. Also ihr habt nicht das Gefühl, dass es jetzt wahnsinnig trocken ist oder so. Ich habe das jetzt in der Farbe Visionary. Ich finde die wahnsinnig schön. Das ist so ein richtig toller Nude-Mauve-Ton. Aber ihr habt, das könnt ihr eigentlich auf alles draufknallen, weil es immer super, super schön aussieht. Drei Glosse, die ich dieses Jahr, ich glaube, das kommt auch in Jahresfavoriten, diesen Monat unnormal gefeiert habe, war der Prisma Glaze von Catrice Cosmetics. Und zwar, wenn ihr das seht, ihr denkt so, oh Gott, das ist irgendwie so gelbisch oder so. Das ist überhaupt nicht. Das ist praktisch dieser, also ihr seht praktisch in dem Applikator gar nichts. Das ist nicht gelb. Ihr seht es aber jetzt hier auf meiner Lippe. Das ist ein holographischer Lipgloss. Der einen so leckeren Geschmack hat. Ihr könnt es auch sehr gut sehen. Er ist so toll. Er kostet 3,95 Euro. Ist jetzt auch noch nicht so ganz so lang bei der Catrice Decke. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gesehen. Ich habe ihn ehrlich gesagt mitgenommen, weil ich wissen wollte, ob der gelb ist. Also wie behindert es eigentlich klingt. Aber es ist echt so. Das ist wirklich so ein Holographic Glow. Und ihr seht ja auf meinen Lippen, der schien so ein bisschen bläulich-rosa. Ich habe den schon über einen roten matten Lippenstift gegeben. Mega, 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 mega schön. Der riecht, Leute, riecht da dran. Der riecht richtig wie so nach einem Cupcake. So total lecker Zitronen-Cupcake mit so einer schönen Glasur drüber. So riecht der, aber super angenehm. Und sowieso, Lip-Plumper sind diesen Monat eh der Shit gewesen. Und zwar war ich ja beim Sephora. Den Haul verlinke ich euch sehr, sehr gerne hier oben. Das hat unnormal Spaß gemacht, aber es war so expensive. Also, ich habe diesen, wie heißt denn der? Der heißt Outrageous Effect Volume Plump Lip Gloss. Und zwar in der Farbe 04 und 05. Ihr seht die beiden ja so im Vergleich. Also, das ist die 04 und das ist die 05. Das ist so ein bisschen pinker und das ist ein bisschen mauviger. Ich trage auch gerne mal den auf. Er macht die Lippen so, so, so dick. So dick. Man sieht richtig den Plumping-Effekt. Am Anfang habe ich erstmal gar nicht dran gedacht, aber wenn ihr das Video seht, werdet ihr euch totlachen. Ich habe das gar nicht damit gerechnet. Es war plötzlich total warm. Es war so leicht warm auf der Lippe. Und echt irgendwie, plötzlich hatte ich das Gefühl, wenn ich so eine Lippeninjektion hatte, aber auf einem guten Weg. Also es ist ganz schwierig zu beschreiben. Sehr, sehr, sehr cooles Produkt war. Schon seit etwa 2 Monaten teste ich das. Und zwar ist das der Tattoo Brow von Maybelline. Ich zeige euch mal hier eine kleine Demo, wie ich das auftrage. Das sieht ganz schlimm aus. Und zwar habe ich das jetzt heute direkt benutzt. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich gucke mal, dass ihr das auch sehen könnt. Also ich habe das, wenn ich das so auftrage. Oh Gott, meine Haut sieht ja furchtbar heute aus. Also ich trage das hier einfach auf meine Augenbraue und ziehe dann praktisch dieses Tattoo-Zeug ab. Ihr kriegt das in so einem Pinselapplikator. Der sieht jetzt ein bisschen eklig aus, ja. Ihr müsst ein bisschen spielen damit, aber wie gesagt, in der Demo habt ihr ja gesehen, es ist letztendlich nicht so schwer.
Er tut ein bisschen auch Haut unter den Augenbrauen einfärben und ich muss sagen, das erleichtert einem schon so ein bisschen was. Ich habe mir neulich ganz tolles Kompliment bekommen, dass jemand findet oder dass mehrere Leute finden, dass meine Looks kompletter aussehen durch die gefüllten Augenbrauen. Ja, das freut mich wahnsinnig, dass euch das gefällt, aber es war wirklich eine fucking Journey, irgendwas zu finden, was mir so, so gut gefällt, dass ich das auch irgendwie dauernd erwähnen möchte. Das ist halt super, super anstrengend. Und was mir sehr, sehr bei dieser Reise geholfen hat, war das neue Kiko Lasting Eyebrow Gel in der Farbe 06. Das findet ihr gerade ganz, ganz aktuell in der Kiko-Theke. Das ist ein Augenbrauen-Gel, ist aber ist eh nicht so eine trockene Pomade, was mich ja immer so bei dem Tame and Frame von NYX so ein bisschen gestört hat, sondern das ist praktisch so eine Augenbrauen-Gel in so einer Tube und ich trage das dann einfach mit so einer Brush auf, bürste das mir raus und ich finde, das sieht so, so super aus. Also das hat mir so geholfen. Tu das dann mit meinem Make Me Brow noch ein bisschen fixieren von Essence und dann bin ich schon good to go. Ein tolles Produkt, was ich in der Glow Goodie Bag hatte, war dieses NYX Control Freak. Das ist ganz, ganz toll. Also das ist so ein durchsichtiges Augenbrauengel, was ihr einfach so über eure Augenbrauen drüber gibt. Das mache ich übrigens auch immer wieder mal. Einfach mal so. Und ich finde, seht ihr das? Ich finde, man kriegt irgendwie seine Augenbrauen auch so schön buschig in die richtige. Es fühlt sich eigentlich eher an wie so ein Taft-Haarspray für die Augenbrauen. Dann bleiben die Augenbrauen auch einfach in der Richtung. Wenn ihr die ein bisschen buschiger haben wollt, kämmt ihr die praktisch so nach oben und topiert sie. Und irgendwie sieht es trotzdem so natürlich aus, dass ich das echt nicht schlecht reden kann. Ein sehr, sehr gutes Puder, was ich sehr, sehr gerne benutze, ist das NYX Stay Matte But Not Flat. Und zwar in der Farbe Warm Beige. Ich habe tatsächlich Hit the Pan, Leute. Können wir bitte mal klatschen? Das ist aber kein typisches Translucent Powder. Dieses Puder trage ich speziell an so High-Coverage-Tagen auf, wenn ich irgendwo weggehe oder irgendwas vorhabe. Ich werde übrigens mir auch jetzt, habe jetzt auch morgen einen Termin, beziehungsweise ja, morgen habe ich den Termin bei einem beim Augenoptiker, weil ich mir jetzt auf jeden Fall Tageslinsen machen lasse, weil ich möchte einfach meine Brille, ich liebe meine Brille, überhaupt kein Problem, aber ich habe einfach Tage, da würde ich auch einfach gern mal falsche La Wimpern tragen und einfach auch mal richtig glam aussehen. Und ich möchte, dass auch mein schönes Augen-Make-up dann auch sieht. Das ist halt einfach bei der Glow mir leider sehr, sehr, sehr entfallen. Also mir ist es echt missfallen, muss ich sagen, als ich die Bilder gesehen habe, gerade mit Luisa Krushen und so. Mich hat das angekotzt. Also mich hat das echt angekotzt. Also ich blende euch mal hier ein paar Bilder ein. Ich hatte mit der Barbara Mayer ein paar Bilder, mit der Luisa. Und irgendwie habe ich das angekotzt. Mich hat das richtig gestört, dass die Lichter reflektieren in meiner Brille und dass man halt mein schönes Augen-Make-up gar nicht gesehen hat. Ich fand das doch, ich habe da 2 Stunden dran gesessen, komplett mit Haare. Das ist doch echt ärgerlich. Und einen ganz, ganz tollen Bronzer, den ich nochmal kurz erwähnen möchte, ist der Too Faced Chocolate Soleil Bronzer von der Gold Bar Collection. Super, super schön. Riecht abartig. Bevor wir jetzt zu meinen 1, 2, 3, 4, 5 Lieblingspaletten kommen von diesem Monat, zeige ich euch noch ein Produkt, was ich total unterschätzt habe. Und liebes Catrice Team, excuse a lot. Das ist der Liquid Metal Liquid Eyeshadow. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, genau. Und zwar habe ich den in 3 Farben gekauft. Und zwar in Daily Dose of Rose. Und dann habe ich hier noch California Creaming und das wäre die Farbe Champagne Shower. Das sind so, so tolle Liquid Eyeshadows, Leute. Ich werde die, ich kann euch jetzt mal einen zeigen. Also der California Creaming ist mein Liebling, weil er einfach so krass aussieht. Können wir bitte mal sprechen darüber? Die creasen nicht so stark wie manche andere Produkte. Ich habe zum Beispiel ja, diese Liquid Eyeshadows, diese Supernova Eyeshadows von ColourPop. Bin aber jetzt nicht so hardcore geflasht von denen, weil die halt einfach, meines Erachtens sind die irgendwie trockener geworden. Und ich fand den Ton, ich trage den sehr gerne im Inner Corner und dann so ein Stück in meinem gecutteten Crease. Und die gefällt mir abartig. Die kosten, glaube ich, 3, 4 Euro. Und die, muss ich sagen, sind absolute Favorites von mir. Und jetzt gehen wir mal zu den Sachen, die echt wichtig sind. Und zwar meine Lidschattenpaletten diesen Monat.
Wie könnte es anderes sein? Ich muss natürlich aufgrund der Anzahl meiner Paletten natürlich immer wieder auch mal umswitchen. Das heißt, ich muss mir mal ein paar greifen, die ich schon länger nicht mehr hatte, die ich jetzt ganz neu hatte. Und ich bin so in Liebe mit dieser Palette. Und zwar ist es The Festival bei Juvia's Place. Das ist dieses Farbspektrum. Das ist echt nichts für Anfänger, Leute. Also, ihr müsst schon irgendwie eine Ahnung haben, wie ihr mit solchen Eyeshadows umgeht, wie ihr ungefähr in die Looks reinspringen wollt. Braucht ihr Transition Shades? Braucht ihr keine? Also, das ist der Shit, sag ich euch. Genauso habe ich mir die neue The Deuce Palette gekauft und zwar auch mit einem ähnlich krassen Color Scheme. Unnormal schöne Palette. Ich liebe diese Palette, gerade diesen Ton und diesen Pinken und dieses Grün. Hallo? Das Pink ist toll, dann dieser Iridescent-Ton. Die Farben sind wirklich von einer anderen Welt, das kann ich euch direkt sagen. Also sowas Geiles kann ich euch sagen. Dann habe ich, wie gesagt, diesen Monat mir ein bisschen mehr zu Herzen genommen, dass ich wollte auch ein bisschen mehr in die neutralere Schminkecke gehen. Ich werde jetzt auch immer wieder mal ein paar Videos hochladen und ich arbeite auch ganz fleißig an einer BH-Woche. Die wird auch irgendwann im Mai kommen. Es dauert ein bisschen. Da werdet ihr von Montag bis Sonntag komplette Reviews sehen, nur von den BH-Paletten, die ich bis jetzt am krassesten finde, ja. Und ich hoffe, da freut ihr euch auch darüber. Deswegen gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich brauche den als Bestätigung, dass ich weitermachen soll. Und auf jeden Fall habe ich hier die Shanix O The Remix Palette. Und zwar habe ich hier die eine Seite mit diesen etwas colorful Eyeshadows und diese alte Seite. Ich arbeite natürlich nur mit dieser Seite, also fast nur mit dieser. Ich habe da ganz tolle Looks, nur mit diesen drei oberen Farben. Ich benutze auch sehr gern diesen und diesen Ton. Ich liebe Shanix O. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Sie ist so süß und sie hat auch immer tolle Ideen. Sie hat jetzt zum Beispiel ein Gemstone Series. Das ist praktisch ein Juwelen-inspired Make-up-Look-Reihe, wo ihr aussieht wie ein Rubin. Da macht sie rote Looks oder ein Saphir oder ein Opal. Irgendwas, was ihr halt in den Kopf lebt. Und sie macht dann wirklich tolle Looks daraus. Wirklich total sehenswert. Dann habe ich noch zwei Paletten. Dann habe ich es hoffentlich auch bald geschafft. Dann habe ich noch ein paar Items und dann bin ich fertig. Diesen Monat habe ich mir diese BH Cosmetic Palette Glam Reflection Gilded zu Tode benutzt. Ich habe noch nie so eine wunderschöne, absolut abgestimmte und absolut krasse Palette von BH Cosmetics gesehen. Ich finde sie wunderschön. Diese Palette kostet aktuell 30% weniger, also um die 10, 11 €. Also wenn ihr die haben wollt, dann schlagt zu, Leute. Die ist wunderschön. Ich habe mir von der Alida ja die anderen bringen lassen. Die eine Palette, diese Rose Palette, die ist auch sehr, sehr schön. Aber allerdings ein sehr, sehr großes Highlight diesen Monat war die Dominique Christensen Palette. Und zwar ist es von Dominique Cosmetics. Ich hab euch ja in den letzten Videos diese Palette mal gezeigt, in einem Haul und in einem First Impression. Das ist eine so, so schöne Palette. Sie ist so langweilig, aber in einer so hohen Qualität, dass ich es schon wieder geil finde. Sie kommt ja demnächst mit einer Lemonade-Palette. Ich bin gespannt, ob da richtige Pop-of-Colors. Ich will eine Palette mit Orange, Gelb und solchen Farben. Also richtig krasse Farben. Auch vielleicht mal so ein geiles Türkis oder so. Also letztens hatte ich was Geiles gesehen. Ich könnte hier sehen. Eine Tarte-Palette und dann habe ich mitgekriegt, dass es ein 1. April-Scherz war. Und die Palette wäre halt mal richtig geil. Also sowas wäre doch echt nicht schlecht. Also sieht doch richtig, richtig cool aus. Ich habe jetzt noch den Shit überhaupt. Und zwar habe ich jetzt mal hier ein paar Pinsel reingesteckt im Stellvertreten. Das sind BH Cosmetics Pinsel und ich rede jetzt mal stellvertretend für alle BH Cosmetics Pinsel, die ich habe. Und das sind knapp 5 Körbe von. Dieses Täschle ist jetzt Teil dieser Rose Quartz Palette. Da habe ich euch ja neulich erst die vorgestellt. BH Cosmetics Pinsel sind unnormal. Ich muss echt immer noch diesen Pinsel immer wieder in die Kamera halten. Der ist der Shit, Leute. Also, ich arbeite mit diesem Stay Matte But Not Flat und presse mir mit diesem Pinsel absolut geil die ganzen Poren voll Make-up. Der ist so festgebunden, da könnte ich mir sogar vorstellen, Make-up ihn aufzutragen. Die sind gerade auch, ich glaube, 20 oder 25% reduziert. Sehr, sehr, sehr schöne Tasche kriegt ihr dazu. Sehr hochwertige Pinsel.
Ich habe jetzt schon einige Abonnenten kennengelernt, beziehungsweise die haben mir geschrieben, dass sie sich auch Pinsel bestellt haben. Das finde ich so, so geil, dass ihr mir so sehr vertraut, dass ihr praktisch meine Recommendations, die Sachen, die ich euch empfehle, auch euch so zu Herzen nimmt, dass ihr wirklich mal auf die Seiten rüberschleicht und mal guckt. Da bin ich irgendwie total stolz. Es ist so, 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 so schön. Es macht mich auch so stolz, Leute. Das waren meine Monatsfavoriten. Ich hoffe, diese Videos gefallen euch. Ich mag diese Monatsfavoriten sehr. Was ich aber dazu mal sagen muss, ich habe ganz wenig Fails in meinen Einkäufen. Das kann ich euch auch folgendermaßen begründen. Wenn ihr halt, ich habe jetzt ungefähr 10 Jahre Make-up-History. Ich habe mich noch gar nicht oft geschminkt. Also ich habe mich wirklich erst geschminkt, seitdem ich ausgezogen bin. Ich bin etwa kurz nach 18 Jahre ausgezogen. Das ist jetzt genau 11 Jahre her. Und seitdem schminke ich mich expressiv mehr. Habe auch in der Zeit 5, 6 Jahre lang Bollywood getanzt und indischen Tanz gemacht und Bauchtanz. Das heißt, da hat man sich natürlich für Auftritte ein bisschen mehr fertig gemacht, ja. Und ich muss euch einfach sagen, die Qualität vom Make-up hat nichts mehr mit dem Preis zu tun. Überhaupt nichts. Ich kombiniere gerne zum Beispiel diesen Too Faced Bronzer mit dem Essence Powder, was ich übrigens hier auf dem Tisch liegen habe, was sehr, sehr geil ist. Das ist auch so ein Favorit, den ich einfach so benutze, aber nicht. Das ist das Brighten Up Banana Powder, das benutze ich immer unter den Augen. Es ist wirklich nicht geldabhängig, wie ihr euch schminkt, wie das aussehen soll. Die Dominique Christensen Palette kostet zwar 40 Euro, aber auch mit 10 Euro könnt ihr euch verdammt geile Looks machen. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin begleiten auf eurer und auf meiner Reise, Make-up zu entdecken, zusammen zu kaufen und zu testen. Und ich werde euch immer meine ehrliche Meinung geben. Ich habe jetzt ein paar Firmen angeschrieben. Das war so ein tolles Erlebnis. Ich habe mich jetzt mit ein paar Freundinnen zusammengetan, die auch kleinere Kanäle haben. Um einfach auch mal Firmen anzuschreiben, ob sie vielleicht uns mal was zusenden könnten, dass wir auch mal im Skincare neu probieren und so weiter. Und es haben sich so, so viele Firmen wirklich bereit erklärt, uns kleinere unter 1000 Abonnenten-YouTuber auch zu unterstützen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ich werde euch sehr, sehr gerne zeigen, wie bin ich an die PR rangekommen, wie an die Kontakte zu den jeweiligen Personen. Wie war der Support? Was muss ich dafür tun? Muss ich dafür irgendwas sagen? Ja oder nein? Ich werde euch absolut ungefiltert mal sagen, wie man als Mini-Baby-YouTuber auch noch an irgendwas gekommen. Ich finde halt, mir hat es jetzt irgendwie schon einen kleinen Push gegeben, dass ich halt kleinere Pakete bekommen habe. Und wenn da echt nur eine, keine Ahnung, eine Handcreme drin war oder so, irgendwo hat es mich doch gefreut, weil die Firmen waren sich nicht zu schade, auch teilweise für 60, 70 Euro Hautpflege mir mitzuschicken, wofür ich so, so dankbar bin, Leute. Und ich werde euch auch kein Bullshit erzählen, von wegen, das habe ich zugesendet bekommen, weil ich YouTuber bin. Das habe ich nicht zugesendet bekommen, das habe ich erbeten und gefragt. Also ich war ganz, ganz höflich. Ich habe eine E-Mail geschrieben, die ich halt in Form geschrieben habe, so dass ich sie jedem schicken konnte. Wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet und die Weiber verlinke ich euch alle mal an den Seiten. Und ich muss euch echt sagen, es macht so, so Spaß. Wir schreiben uns rein, welche Firmen zum Beispiel gut geantwortet haben, welche Firmen wir überhaupt gefragt haben, welche zum Beispiel bei, also ich habe zum Beispiel auch BH Cosmetics angefragt, da darf ich ab 15.000 Abonnenten mich nochmal melden. Sie finden aber die Videos sehr, sehr gut. Sie würden sich halt einfach freuen, wenn ich weiteren Content über BH Cosmetics bringe. Das werde ich natürlich tun. Wir alle möchten gesehen werden und ihr seid so, so, so hübsch, wie ihr seid. Aber trotzdem denke ich, dass ein bisschen Anerkennung auch in unseren Kreisen, weil ich gebe schon zwar viel Geld für YouTube aus, also nicht nur für YouTube, sondern ich meine die Lichter, die Deko, das, ich meine, das hatte ich alles schon vorher, aber man lässt sich ja doch ein bisschen durch YouTube mehr anfixen, Produkte zu kaufen oder sie auszuprobieren oder zu reviewen. Wenn ihr zum Beispiel das wünscht, zum Beispiel diese Palette zu reviewen, dann tue ich das. Ich nehme dann die halbe Stunde Zeit und zeige euch, wie sie funktioniert. Schneid die Videos zusammen, das kostet halt viel Zeit. Und ich hoffe, dass ihr euch trotzdem mit mir freut, wenn ich euch mal zeige, was ich da erfragt habe bei den PR, bei den ganzen Firmen. Also es sind einige Pakete unterwegs. Also ich will nicht rumscheißen, aber es sind bestimmt 15 oder so. Also es sind bestimmt einige Tütchen und so. Ich sammle das jetzt erstmal an, damit ich die euch gerne zeigen würde. Das hat nichts mit, schaut mal, was ich zugeschickt bekommen habe. Das,
da müsstet ihr mich echt mittlerweile kennen für. Ich verdiene selber so gutes Geld, dass ich es auch selber kaufen könnte. Und das tue ich hier auch. Ich muss hier nichts jemandem beweisen oder so, wie bougie ich hier unterwegs bin und kaufe mir da irgendwas. Ich benutze Beard Cosmetics, Balea, aber ich hätte halt gerne einfach noch ein bisschen was. Ach, einfach so Balsam für die Seele, weil ich habe für diese 620, 630 Abonnenten so hart gekämpft, Leute. Ihr habt keine Ahnung. Man ist so oft am Boden, man ist so oft deprimiert, ja, dass es einfach nicht weitergeht. Der Kanal steht, dann ist die Verlosung alle, dann gehen wieder Leute weg. Es ist einfach so, so deprimierend und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sich das für einen anfühlt, wenn man einfach hier sitzt, eine Stunde quatscht, danach das Zimmer aussieht wie Sau. Ich werde euch beim nächsten Tutorial auch definitiv mal zeigen, wie meine Zimmer danach aussehen. Also ich habe hier echt einen Monton von Müll, einen Riesenberg voll Wattestäbchen. Hier meine ganzen Pinsel sehen aus wie Sau. Und das alles, um nur euch einen Look zu zeigen, den ihr gerne nachcreaten würdet. Das ist einfach von Herzen meine Arbeit, die ich nicht bezahlt bekomme, sondern die ich als Hobby für euch und auch für mich mache, weil es mir einfach Spaß macht, mich mitzuteilen und auch zu zeigen, was ich drauf habe und was eben nicht. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch mit mir freut, dass ihr mit mir auch wächst und gedeiht. Und das Ziel 1000 Abonnenten ist so greifbar geworden für mich. Und ich werde das definitiv schaffen, Leute, mit eurer Hilfe. Unterstützt mich, geht auf Instagram, repostet mal Bilder von mir, taggt mich mal irgendwo. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir einfach alle gemeinsam dieses Ziel schaffen, weil ich mache das auch so, so gerne für euch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, ihr Süßen. Und wir sehen uns am Freitag beim nächsten Video wieder.